Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder zum Samstagabend-Dreier. Heute wieder in einem Mac meiner Wahl, da ihr ja nicht abgestimmt habt. Und zwar der Firebrand. Der Firebrand in Standard-Variante. Das Einzige, was ich daran geändert habe, ist, dass ich die Medium-Pulslaser gegen normale Medium-Laser ausgetauscht habe. Um genug Tonnage frei zu haben für ein AMS. Ne, ansonsten bleibt es bei 2 AC2 und den 2 PPCs. Und der ist einfach cool. Ich mag ihn. Ich fahre ihn mit einer Advanced Zoom Optik. Auch wenn einige sagen, das Ding ist Ranz, was ich sogar voll und ganz verstehen kann. So. Schluck Kaffee. Los geht das. Aber es hilft manchmal. So. Alpine Peaks in Assault gefällt mir sehr gut. Ja. Hier nochmal die Advanced Zoom. Sie kann helfen, wenn man nicht zu viele Locks drin hat. Ja, sobald man diese Dreiecke hat von den Gegnern, da wird es problematisch, weil die dann nicht hinter ausgeblendet werden, sondern sie scheinen halt durch. Und dann wird es ein bisschen chaotisch. Wir werden es wahrscheinlich sehen. Aber wir folgen erstmal hier unserer Meute. Was haben wir überhaupt dabei alles? Ein Awesome, ein Jägermech 6 FB, das bin ich, ein Stalker, ein Quick Draw, ein Cataphract, ein Jägermech 6S, und noch ein Quick Draw und ein Cataphract nochmal. Oh, Cataphracts sind wieder so beliebt. Freut mich. Cataphracts sind tolle Teile eigentlich. So, wer ist disconnected? Einer. Oh, einer von uns und einer von drüben. That's fair. Pretty fair. So. Jetzt wieder die ersten 2-3 Minuten ist mal wieder gar nichts los hier. Und dann, und dann, und dann, und dann geht's hier wieder los. Dann clashen hier wieder gleich zwei Mech-Armeen aufeinander. Aber da oben auf der Ridge könnte gleich schon losgehen. Beziehungsweise auf dem Hügel da drüben, hier an der Berglinie. Ich gehe mal auf leicht erhöhte Position. Lunz mal hier drüber. Da ist noch nix. So. Hopp. Na, schauen wir mal. Na. Sieht noch nach nix aus. Gebe ich den Jungs mal ein bisschen Deckung. Was ist denn da? Nun nach dem Cataphract. Der ist ein bisschen spät losgelaufen, vermute ich mal. Ach ja. So. Wo bleiben sie denn? Oder die nehmen einen ganz anderen Weg und fallen uns gleich massiv in die Seite. Noch keine Contacts. Das wundert mich gerade sehr. Also ich staff mal hinterher. Normalerweise hast du eigentlich im gegnerischen Team nur so zwei, drei Idioten, die dann schon hier drüber rennen. Die man sich relativ schnell wegpflücken kann. Aber das gegnerische Team scheint ziemlich diszipliniert zu sein. Das wundert mich jetzt echt. Überhaupt noch keine Kontakte. Dies ist irritating. Oder die warten bei sich in der Base. Haben sich da jetzt schon aufgeteilt. Haben wir. Gut, das sieht da zumindest irgendwie nicht nach Sync Drop aus oder nach Premates da drüben. Naja, weil zwei Davian und nichts, was irgendwie zusammenpassen würde. Es sei denn, wir haben vier Lone Wolves. Da habe ich was fliegen sehen, glaube ich. Oh, das war ein Grafikfehler, das kann natürlich auch sein. Wie ich sie heute irgendwie ein bisschen häufig habe, wie man hier an der Oberfläche sieht. Keine Ahnung woher. Da war was. Da sind sie. Was haben wir denn an Highlander? Auf 600 Meter. Gehen wir mal den normalen Zoom rein. So. Und gleich kriegt er. So. Der steht jetzt ziemlich beschissen. Und er ist hitzetechnisch ausgestiegen. So. Wie sieht er aus? Gib mir einen Lock. Wow, ruckel, ruckel, ruckel. Nicht schön.
Das sieht aber ganz schön, der Junge. So, schalte ich mal auf den Jägermech um. Und gebe ihm alles, was ich habe. Er ist aber doch ziemlich robust. Leider, genau wie der Highlander. Ah, schade. Leicht drüber gezogen. Das wäre ein schöner Headshot geworden. Na, egal. Oh Gott. Wow. Nicht gut. Wo ist denn der Rest von unserem Team? Die gehen nicht wirklich cappen, oder? Gehen die cappen? Falsche Knopf. Nee, irgendwie sind sie weg. What the fuck? So, was haben wir denn da gelockt? Der Atlas. Nicht schön. Wow. So, jetzt muss der Jägermech erstmal kriegen. Boah, danke für die Unterstützung. Not. Ja. Das war jetzt blöd von meinem Team irgendwie. Keine Ahnung. Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus am Anfang, aber das Team hatte sich dann schön zerstreut. Egal. Erste Runde bescheiden, die zweite wird besser. Bis gleich. Ja, und die zweite Runde, Canyon Network, sehr schön. Die Map, die ist irgendwie sehr oft in der Map Rotation vertreten, was mich sehr freut. Weil die ist cool, die ist echt cool. Die Meinung hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, aber mir macht es eigentlich Spaß. Mal gucken, ob ich jetzt mal ein bisschen weniger Grafikbugs rumkomme. Und dann werde ich mal gucken, warum meine CPU so heiß ist. Na, nicht gut, egal. Muss reichen. So, gucken wir uns gleich nochmal an, was wir denn alles da haben. Ah, erstmal habe ich jetzt wieder hier einen wunderschönen Mauszeiger, den ich jetzt mal unten hingepackt habe, damit er mich nicht so nervt. Ja, also mich, Awesome Stalker, Dragon, Hunchback, Stalker. Hunchback? Drei Stalker? What the fuck? Also theoretisch nach Max müssten wir eigentlich genug Feuerkraft haben, um einfach ins gegnerische Base reinzuklatschen und dort alles umzumähen. Wenn die Stalker entsprechend gefittet sind. Ach, das ist sogar Misery. Ja, okay. Zwei Misery haben wir. Yeah, nice. Nice. Das wird hier eine Hero-Mech-Runde. Ich stehe schon wieder ein bisschen bescheiden. Und ich habe hier gerade ganz viele Tech-Laser um mich rum, wie ich gerade gesehen habe. Target! So, protect me! Mutterfucker! Daneben! So, schauen wir doch mal. Lunzen wir mal hier über die... Da ist doch was. Ha, getroffen! So, und da hinten war auch noch was. Wow, der war schlecht. So, und dann meinte ich nämlich gerade mit die Dreiecke von den Zielen sind ein bisschen doof, wenn man hier mit Advanced Zoom arbeitet. So, kommt der nochmal raus? Wo bin ich denn überhaupt? So, beziehungsweise wo sind Enemies? Enemy! So, gehen wir mal da lang. Dem Dragon und dem Hunchback folgen. Da ist was. Ach, schade. Wow, Katapult. Ich hoffe, kein Splatcat. So. War da nicht noch irgendwas? Irgendeiner ist doch gerade... Da. Oh Gott, ein K2. Und meine Güte. Alles auf den Atlas. Focus Fire, fucking for the win. Focus Fire, fucking Focus Fire. Egal. It makes just no sense what I'm talking here. What is this? It's this, Dead Atlas. Wah! Bam! Voll getroffen.
aus der Drehung raus. Awesome, awesome. Quick Draw. Kriegt auch seine Packung. Und ich sollte hier mal weg. Ha. Schade, dem hätte ich jetzt ein Ohr abgefetzt. Ja. Ah, was haben wir denn noch? Oh Gott, da sind zwei Katapulte. Nicht schön, nicht schön. Ne, ne, ne. Was haben wir denn da? Oh Gott, ein Jenner. Nicht gut. No me gusta. No me gusta. Jenner, nie gut. Atlas! Shit, 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 shit. Aua, 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 aua. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Hilfe! Ich sterbe! Oh, war da was hinter uns gerade? Das Schöne ist, wenn wir hier alle mit den AMS aufeinander stehen, da kommt nichts durch an Raketenbeschuss. Das ist sehr cool. So, der Atlas immer noch. Wah, 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 wah. Woher? Warum? Woher? Ach da. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich kriege hier irgendwie Beschuss, wo eigentlich gar keine Gegner her sind. Jetzt einer erstmal wieder Friendly Fire. So, hit that Katapult. Wow. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Will der da hoch? Dieser Jenner muss weg. Was? Woher? Wie das? Ernsthaft? Hä? Das muss ich mir nochmal. Da hätte ich gerne eine Zeitlupe von Referee. So, der ja, haha, da hat er wohl nicht mit gerechnet. Habe ich den nice weggescheucht. Und er ist dood. Incredibile. So, le Katapult. Irgendwie ist die Runde ein bisschen buggy. Oder aber wir haben gewonnen. Awesome. Awesome. So, ja. Prinzipiell schöne Runde, nur ich weiß immer noch nicht, wo mein rechter Arm hin verschwunden ist. Ne, das wird sich vielleicht nie klären. Oder er ist bei den rechten Socken, die in der Waschmaschine verschwinden. Ja, gucken wir mal kurz. Matchscore nur 37. War ein bisschen lasch. Egal, wir haben immerhin 150.000. Na, nicht schlecht. Mac-Bonus. Oh, ich habe gar keinen Premium-Time-Bonus mehr. Da muss ich mir nochmal Premium-Time holen. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Beziehungsweise in der nächsten Runde. Bis gleich. Ja, und die dritte und letzte Runde, Caustic Valley. Was sie ja jetzt grafisch gefinisht haben. Weiß ich gar nicht, ob ich euch das schon zeigen konnte, aber es sieht auf jeden Fall anders aus. Er sieht interessant aus. Schön war Caustic Valley noch nie, aber es ist eine eigentlich sehr coole Map. Und die sieht jetzt halt noch ein bisschen cooler aus. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt mal, ich kann euch den Unterschied ein bisschen zeigen und erklären. Also, ihr seht es jetzt schon. Es ist nicht mehr so grau-grün, so extrem, sondern es hat jetzt auch einen blassen Schimmer drin. Also, ich kann es schwer erklären. Es sieht auf jeden Fall anders aus. Also, die Beleuchtung ist anders. Mal eben kurz hier. Nee, auch nicht. Es sieht einfach anders aus. Also ich möchte jetzt nicht sagen, besser, schlechter, hast du nicht gesehen? Oh Gott. 4 Jägermax. Nicer Scheiß. Es sieht so ein bisschen aus wie Schnee, aber ich vermute mal, das sind so Alkali-Salzschichten. Ja. Oh, die Bäume, ich weiß nicht, ob die Bäume hier vorher schon waren. Vielleicht sind es die aus River City, die wurden nur umgepflanzt. Also es ist schon wieder Assault. Wie nice. Ich habe heute keinen Conquest, das freut mich sehr. So, wo bleiben wir denn? Und ich habe schon wieder den Mauszeiger hier. Irgendwas stimmt da nicht, ich muss das Spiel gleich nochmal neu starten. Wobei er mich jetzt gar nicht so stört, wenn er unten ist. Fracht nur, wie gesagt, immer. Wenn er sowas hat, verfrachtet den am besten im Pausenmenü unten an die Kante und dann könnt ihr damit rumfahren, wie ihr wollt. Ja. Jetzt habt ihr den wieder im... Ah, oh, das ist doof. Das ist voll doof.
So, jetzt warten wir hier. Und hoffen, dass einer scoutet. Und da ist schon wieder keiner. Was ist denn los? Ach, da. Ein Zikada. Und da haben wir einen Stalker. Okay, ich vermute, sie gehen. Ja, da kommen sie doch. So, dann gehe ich mal hier an die Flanke. Sicher da ein bisschen ab. Da oben kann der Landkatapult ein bisschen absichern. Schalali, schalalala. So, ein Spider. Ach du Scheiße. So, sichern wir beide hier mal die Flanke ab. Ja, stellt euch vor mich. Das ist eine sehr gute Idee. Ah, wo ist er denn? Ich vermute, der will gleich mit Highspeed rausbursten. Ne? Yeah, getroffen. Awesome, awesome. Oh Gott. Rockets. Rockets. Ach du Fuck. Wow. Überall Rocket Swarm. Not gut. So, ich glaube, da war was. Da kam irgendwas hier über die Seite. Boah. Ein Hunchy, Hunchy Hunch. Bam, bam, bam. Der hat schön kassiert. Der wird sich überlegen, ob er nochmal wiederkommt. Incoming Missile. Nicht gut. Nicht gut. Oh, was haben wir denn da hinten? Bam! Da hat er nicht mit gerechnet. Hihihihi. Egal. So, 1-1 steht's. Es ist relativ ausbalanciert, würde ich sagen. Der Trebuchet steht mächtig kacke da oben, muss ich sagen. So, no enemy. Nicht Joker. Für den ich keine gerade Schusslinie kriege. Ich glaube, ich ziehe mich mal ein Stück zurück, weil in der Caldera kämpfen ist eine ganz, ganz schlechte Entscheidung. So, was haben wir denn? Da ist die Zikade. Oh Gott, ich muss weg. Wow. Schade. Ja, also hier oben in der Caldera kämpfen ist immer eine ganz schlechte Idee. Am besten immer so ein bisschen außerhalb bleiben. Und da nur durch, wenn ihr keine andere Wahl mehr habt oder wenn ihr schnell durchkommt. Mit dem Jenner oder mit irgendwas anderem, was deutlich über 100 km/h fährt. Sonst habt ihr die große, große Chance, da oben waffentechnisch einfach zu ersticken. Warte, da stehen. Oh Gott. Hier nicht gut. Wah, wah. Wenn ihr sowas auf euch zukommen seht und ihr habt keine Chance, irgendwie alles abzufangen. Oh Gott. Dreht euch. Dreht euch wie bescheuert. Weil dann habt ihr eine Chance, dass sich die Treffer auf eure Hitzones verteilen und nicht alle auf eine einschlagen. Was nicht so gut wäre. So. Was haben wir denn da? Ein Highlander. Almost dead Highlander. So. Aber da hinten. Stjocker. Und da vorne. Quick Draw. Na? Mr. Quick Draw. Schade. Ich will doch nur einen Kill, mehr will ich doch gar nicht. Die Runde ist erschreckend lang. Oh Mann, der Spider, der ist mal so langsam fällig, würde ich sagen. Schade. Schalten wir die AC2 mal auf Zusammenschuss. So, ist er platt? Geht doch, meine Güte. Kleiner Drecksack. So, 5 zu 2. Das sieht eindeutig sehr gut aus für uns. Oh Gott. Aber der Move, der war jetzt trotzdem nicht smart. So. Ah, der Stalker, der ist ganz schön angekratzt. Den könnte ich mir jetzt mal so mit vornehmen. Shit! Das war
Das war jetzt Worst Case. Raketen kommen angeflogen und wir gehen hitzetechnisch aus. So, aber die Runde waren sich gar nicht schlecht, auch wenn wir keinen Kill gekriegt haben. Ja, wir haben 4 Assists, wir haben 2 Spottings. Wir haben doch relativ viel Damage gemacht. Nur das waren zu viel LRM auf gegnerischer Seite für mich. Für meine kleine einzige AMS. So, spectaten wir mal ein bisschen. So, der ist auch ausgestiegen. Was war denn da? Nur noch der Handschuhler? Oh Gott. Der ist genauso wie ich. So, er Hauptsache den Kill, scheiß auf Heatlimit. Ja, aber der Handschuhler ist aber ganz schön. Ja, ganz schön robust, der Junge. Heftig. Ja, aber Runde geschafft. Ne, zwar nicht überlebt, aber gewonnen. Das war sehr nice. So, kriege ich jetzt auch noch mal ein Bild. Dankeschön. Okay, 810 Damage. Wie geht das? Wahrscheinlich nur ein Stalker 5S. Das ist gut, mit dem Ding geht das. So, wo stehen wir denn? Hier, Garak. Ja, ein besseres Match-Score, immer noch nichts Überragendes. Wir haben sogar 5 Assists. Sehr schön. Und ja, wieder 150.000 ohne Special-Bonus. Ja, also, da sieht man mal, wie sich das lohnt. Also hier hätten wir jetzt mit dem Sibel-Bonus hätten wir noch 200.000 gemacht. Ja, also, okay, ja, das war der Samstagabend-Dreier im Hellfire, meinem Firebrand. Und gleich sage ich euch noch kurz was und dann hören wir weiter. Bis gleich. So, und was ich euch noch zeigen wollte, wo ich gestern drüber gestolpert bin, ist das Project Phoenix. Das Project Phoenix, ich bin selber noch nicht so ganz durchgestiegen. Auf jeden Fall gibt's dort spezielle Mechs, die es nach diesem Sale nie wieder geben wird. Ne? Also man kriegt dann von jeder Klasse ein, ne, den Locust, den Shadowhawk, den Thunderbolt und den Battlemaster. Ne? Light, Medium, Heavy Assault. Und die haben alle so spezielle Fähigkeiten. Ne? Also den Siebel Boost, den wir von den Hero Max schon kennen. Und dazu noch den Loyalty Boost. Ne? Wollen wir uns das hier mal angucken? Ne? Also Limited Edition Camo. Limited Edition Geometry, also das Mech Design. Jeder Mech hat einen Mech Bay. Was ich schon sehr cool finde. Ne? Und wie gesagt, 30% Siebel Boost und 10% Loyalty Points Boost. Loyalty Points. Was ist das? Ja, es ist noch nicht included. Es ist das System zur Community Warfare. Ja, also da, wo wir uns jetzt momentan nur Fractions aussuchen können, damit wir eine Fraction haben, werden diese Loyalty Points dafür gut sein, Gebiete zu erobern, Ausrüstung zu kaufen, bla 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 und so weiter und so fort. Und dadurch kriegen wir einen Boost. Ne? So, was haben wir denn aber jetzt von diesem Project Phoenix? Dazu scroll ich mal eben ein bisschen runter. So, wir haben insgesamt 4 Packs. Das Talent-Tier, das Storm-Tier, das Guardian-Tier und das Overlord-Tier. Ne, wir sehen schon 1, 2, 3, 4. Ne, also im kleinsten Pack gibt's ein Mech und 2 Standardvarianten. Im größten Pack gibt's 4 Mechs und 8 Standardvarianten. Was heißt das? Wir bekommen ne, jeweils diese 4 Phoenix-Battle-Mechs mit diesen Spezialfähigkeiten. Und wir kriegen pro Mech nochmal 2 Standardvarianten ohne diese Fertigkeiten. Das heißt, wir können dadurch, dass wir diese Mechs haben, können wir diesen Phoenix-Mech sofort skillen zur Elite, ne? Zum Elite-Perk. Und wir haben Mech-Base ohne Ende. Ne, also im obersten Overlord-Tier kriegen wir dann 12 Mech-Base. Und das Schöne ist, wenn wir die Standard-Variante nicht mehr brauchen, können wir die verhökern. Ne? So, das wäre erstmal zu den Maxi war dazu kriegen. Was gibt's noch? Es gibt noch Premium Time, ne? Also bei jedem Paket gibt's schon mal, wenn man bis zum 25. Juli kauft, gibt's 30 Tage Early Bird. Early Birdie. Ne, das heißt, wir kriegen quasi 30 Tage geschenkt, weil wir das gekauft haben. Ne, ab dem Guardian-Tier gibt's so nochmal 30 Tage dazu. Ne, also 30 Tage Premium-Time plus 30 Tage Early-Bird. Und Overlord-Tier, was ich jetzt total krass finde, wupp, 90 Tage plus 30 Tage. Wir haben 120 Tage, ne, also nach Adam Ries 4 Monate, Premium-Time.
die wir geschenkt kriegen. Man kann ja mal durchrechnen, was das sonst kosten würde. Ne? Dann kriegen wir noch, bam bam, ne, ich komme mal ein bisschen hoch, wir kriegen noch ein Ingame-Badge, ne, also das, was neben der Fraction ist, ne, da wo jetzt momentan die Founder sind, kriegen wir auch nochmal eine Badge. Wir kriegen eine Forums-Badge und wir kriegen einen Forum-Titel, ne, und wir kriegen noch Cockpit-Medaillons. Diese erhalten auch nochmal einen 2,5% Loyalty-Boost und wir können uns 4 aussuchen, ne, also auch größtes Pack können wir uns 4 aussuchen. Aus dem Guardian Pack können wir uns dann 2 aussuchen, im Storm 1 und bei Talon gibt es leider keins. Ne? So, dann können wir uns nochmal eben kurz die Max angucken. Ne? Ich halte mal hier kurz drauf. Das sind die 3, die bis zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, schon angekündigt worden sind. Der 4. kommt heute. Nee, aber ich muss langsam mal die Aufnahme fertig kriegen. Könnt ihr euch mal angucken, es wird natürlich ein Assault sein und die sehen alle schon verdammt interessant aus, muss ich sagen. So, dazu gibt's noch einen FAQ-Post. Ja, der sich jetzt auch öffnet. Der euch alle Fragen beantwortet. Ne, also es gibt momentan noch kein Ende der Aktion. Und was alles anderes ist, kriegt ihr hier erklärt. Guckt euch das mal an. Ne, also Project Phoenix, ich klatsch euch, ne, hier oben, den Link klatsch ich euch nochmal in die Beschreibung rein. Guckt's euch mal an, ihr müsst es euch ja nicht kaufen, aber guckt zumindest mal drauf. Wenn ihr dieses Team unterstützen wollt, dieses Team an Entwicklern, die schon so viel für uns getan haben, dann schaut zumindest mal rein. Ne? Okay, ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.